Der Stefanitag ist im Bauernjahr ein wichtiger Festtag und beginnt in Altötting traditionell mit dem festlich zelebrierten Schimmelamt um 7 Uhr in der Stiftspfarrkirche. Anschließend treffen sich die Bauern und Rosserer zum unterhaltsamen Frühschoppen. Noch am Vormittag beginnen dann auf den Höfen und in der Stadt die letzten Vorbereitungen für den pünktlich um 14 Uhr beginnenden prozessionsartigen Umritt zu Ehren des Pferdepatrons Stephanus. Was genau bedeutet der Umritt für die Teilnehmer? Warum sind sie dabei? Ja, das Brauchtum ein bisschen am Leben erhalten und es ist auch für die Pferde schönes Schrecktraining. Die sehen viel, die sehen Kutschen, die sehen Leid, die kommen ein bisschen gesegnet raus. Werden's auch. Gesegnet werden sie fürs nächste Jahr, damit alles gut läuft, Turniere gut laufen, Pferde gesund bleiben. Dabei sind wir, weil wir den guten alten Brauch treu sein möchten und den Stefaniumritt dann einfach mitreiten. Weil wenn kein Walter mehr kommt, dann gibt es keinen Stefaniumritt mehr und das war schade. Und ich finde auch, dass es kaum schade, wenn einmal sein Pferdl ein wenig segnen lässt und selber auch mal ein bisschen in die Kirche reingeht oder auch gesegnet wird. Weil wir haben das ganze Jahr über so viel Glück auch. Unsere Pferde sollen gesund bleiben, wir sollen gesund bleiben. Die Zugspitze bildeten traditionell die Reiterstaffel der Polizeidirektion Rosenheim und ein Vorreiter in der Uniform des Altöttinger Kirchenschweizers. Dann folgen der Kreuzelreiter und die Standartenreiter der Altöttinger Vereine. Dann weitere Gruppen und Abordnungen in historischen Gewändern. Mit weit über 100 Reitern war es auch diesmal wieder ein prächtiger Umritt, auf den die Veranstalter sehr stolz sind. Wie wichtig ist so ein Brauchtum in der heutigen Zeit? Der heilige Stephan gilt ja seit Alters her, der heute Namenstag hat, gilt ja seit Alters her als Patron für die Reiter, Bauern und für das Gedeihen in Wald und Flur. Und die Pferde hatten bei den Bauern früher eine hohe Bedeutung. So war das ein hoher Feiertag. Der Umritt geht schon lange zurück, aber kam dann in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wieder ab, weil die ganzen Pferde verschwunden sind und wurde 1998 zum Stadtjubiläum wieder neu ins Leben gerufen. Über diesen Pferdeumritt hat der frühere Landrat Hans Schimmelbauer einmal im Oettinger Land einen kurzen, aber sehr lebhaften Abriss geschrieben. Hier eine Kostprobe daraus betreffend die Toilette der Pferde. Die an einem Umritt oder Festzug beteiligten Rösser wurden schon Tage vorher auf das Sorgfältigste geputzt und gepflegt. Das Fell wurde mit Bürste und Striegel bearbeitet, bis es wie Seide glänzte. Die Mähne und die Schweifhaare wurden mit verdünntem Bier gewaschen, damit sie recht kraust wurden. Daraufhin wurde Stroh und bunte Seidenbänder, auch Papierrosen, hineingeflochten. Die Nacht vor dem Umritt hat mancher Knecht auf einem Stuhl sitzend im Stalle zugebracht, um die Pferde am Hinlegen zu hindern oder jederzeit die Streu zu erneuern, damit sie ja nicht mehr staubig oder dreckig wurden. Die Hufe wurden gewaschen und mit Schuhwichse poliert. Kurz vor dem Ausreiten wurde das Fell noch einmal mit einem petroleumgetränkten Lappen abgerieben und dadurch ein seidiges Glänzen erreicht. Seit 1998 also Stefani-Umritt Altötting. Das hört sich nach einem sehr jungen, aber eben erst erdachten Stück Brauchtum an. Dem ist aber nicht so. Die Wurzeln des Umritts reichen weit in die Vergangenheit. Wie weit, weiß man nicht genau. Es ist aber mehr als wahrscheinlich, dass der am 26. Dezember 1886 zum ersten Male abgehaltene Ritt bereits eine frühere Brauchtumstradition aufgegriffen hat. Auf dieser Basis entwickelte er sich zu schöner Blüte, die jedoch nicht lange anhielt. Bereits im Ersten Weltkrieg kam es zu einer Unterbrechung, bedingt dadurch, dass sowohl Reiter als auch Pferde zum Kriegsdienst herangezogen wurden. Davon erholte sich der Umritt nie mehr völlig. 1928 fand er zum letzten Male statt, als Grund für die Einstellung nannte man die Unfallgefahr auf vereisten Straßen. Was immer der wahre Grund gewesen sein mag, 70 Jahre später wurde auf Betreiben der Brüder Franz und Stefan Schneiderbauer da wieder angeknüpft, wo einst das Band gerissen war. Um den Erhardinger Stefani-Reitern nicht ins Gehege zu kommen, einigte man sich mit ihnen auf einen alljährlichen Wechsel. Mittlerweile hat der Altöttinger Ritt sein eigenes Gepräge bekommen. Bürgermeister Herbert Hofauer ist auch sehr begeistert gewesen von den Teilnehmern und der Pracht des Umritts. Das größte Kontingent der Teilnehmer stellen die Reiterhöfe und Reitvereine von Altötting und Umgebung. Hinzu kommen mehrere Privatiers und Pferdeliebhaber in kleineren Gruppen. Die musikalische Umrahmung übernahm während des Einzugs vom Dullplatz über die Burghauser Straße und den Tillyplatz die Unterneukirchner Blasmusik. Den liturgischen Teil auf dem Kapellplatz gestaltete dann musikalisch die Musikkapelle Altötting. Nach historischem Vorbild sind beim Altöttinger Stefaniumritt keine Kutschen und nur Reiter bzw. Reitergruppen vertreten, die nach dreimaliger Umrundung des Platzes von Stiftsprobst und Stadtpfarrer Dekan Prälat Günther Mandl vor der Gnadenkapelle den Segen bekamen. Nein, das ist nicht ganz richtig. Also man hat halt traditionsgemäß, wollte man halt schauen, dass möglichst alpenländisch oder das zu unserem zu unserem Brauchtum halt dementsprechend passt. Kutschen sind schon auch dabei,
Es sind entsprechend auch Gespanne dabei. Es ist der Wong zum Beispiel mit dem Wappen von Neudeding mit dabei. Und Reiter dementsprechend auch. Es wird halt mehr auf Tradition geschaut.